denke, Wagen ist in der Werkstatt. Ist er nicht. Wie man sieht. Übrigens, erstmal guten Morgen, ja? Guten Morgen. Juri kommt. Er hat einen Schlüssel. Hast ihm das selber gegeben. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Du hast wieder mal deine Mailbox nicht abgehört. Erstmal sag mal guten Morgen, ne? Hab ich gerade von deinem Vater gehört. Willst du einen Tee, Juri? Ja, gerne. Wir haben für 10 Uhr bestellt. Ja, jetzt können wir ja um die Wette fahren, wer zuerst da ist. Ich tippe auf Juri. Ich gewinnt ja sowieso immer. Stimmt doch überhaupt nicht. Okay, manchmal lässt er mich gewinnen. Er ist halt ein guter Freund. Hast du schlechte Laune? Das hat er von seinem Vater. Der war vorhin auch nicht gut drauf. Sag mal, wollen wir Inka anrufen? Wir haben versprochen, sie mal mitzunehmen. Nein. Ein andermal. Also, auf geht's. Vielleicht hörst du deine Mailbox ja doch mal ab. Also, ich möchte wissen, wer zuerst da war und wer beim Squash gewonnen hat. Ruf mich an, ja? Ciao. Du tust schon wieder so, als ob wir so viel Zeit haben. Das haben wir doch auch. Also ich hab. Gut, du nicht. Du wirst pünktlich in der Vorlesung sein, dann wirst du alles von dem Klugscheißer mitschreiben und ich werde mir kopieren. Und was machst du? Ich werde meiner Leidenschaft nachgehen und Psychologie hören. Weißt du, was der Bernstorff letztes Mal gesagt hat? Beziehungstötungen sind durchaus zu unterscheiden. Und zwar geschlechtsspezifisch. Der Mann bringt seine Frau um, weil er sie nicht verlieren will. Und die Frau bringt ihren Mann um, weil sie ihn loswerden will. Das hast du mir letztens schon erzählt. Manchmal stimmen Klischees. Nicht erreichen. Vielleicht hat sie das Handy abgeschaltet. Versuchen Sie später nochmal, bitte. Mhm. Kann ich dann den Herrn Deichgraf reinbitten? 5 Minuten, ja. Da warten noch eine ganze Menge Patienten draußen und die Gutachten müssen wir auch noch machen. Vielleicht heute Abend? Mal schauen. Ich würde dir gerne dabei helfen. Ich weiß, dass du es gerne machst. Oh, immerhin die Mailbox inzwischen. Wunderbar. Würdest du zurückrufen? Danke. Sie haben Glück, weil der Tisch immer frei ist, wenn Sie kommen. Wieder Mineralwasser? Ja, bitte. Bitte.
Roxanne. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to. Kann ich Ihnen behilflich sein? Wollen Sie mir das nicht erklären? Sie haben meinen Freund fotografiert und ich möchte gerne wissen, warum. Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht. Und jetzt verschwinden Sie. Gut, ich rufe die Polizei. Juri, ich habe so ein komisches Gefühl. Das kam mir vor wie eine Abschiedsvorstellung vorhin. Das war auch eine. Hast du gedacht, das geht ewig so weiter mit uns, ja? Was ist los? Soll ich mich scheiden lassen? Ist es das? Nein, das ist es nicht. Was ist es dann? Hast du Stress mit deiner Freundin? Habe ich mich je beschwert? Nein, hast du nicht. Also was ist dann das Problem? Ich will heiraten. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Inka ist schwanger. Ich geb dich aber nicht her, hörst du? Ich geb dich nicht her. Meins ist es nicht. Ja. Du bist wieder bei dieser Frau. Es ist genug, Juri. Das wirst du mir büßen. Ja, hallo, ich bin's. Inka, sag mal, weißt du, wo Juri ist? Ja, woher soll ich denn wissen, wo Juri ist? Ja, erstens sind wir nicht immer zusammen und zweitens bin ich nicht sein Kindermädchen. Und du? Wo bist du? Ja, sag mal, sonst geht's dir gut. Ich bin dir doch keine Rechenschaft schuldig. In der Kirche, im Bett, in der Uni, im Puff, in einem Café. Du kannst dir das aussuchen. Zahlen bitte. €4,50 bitte. Stimmt so. Danke. Es ist nicht Ihr Tag heute, ne? Nein, es ist nicht mein Tag heute. Inka? Mensch, Inka, mach keinen Scheiß.
So, das ist die letzte Patientin für heute, Frau Torgau. Frau Torgau, bitteschön. Danke. Grüß Gott. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Tja, ich tue mich ein bisschen schwer im Umgang mit Ihnen. Das kann ich verstehen. Ich bin meistens die Botin von schlechten Nachrichten. Die wurden früher nicht alt. Mir gelingt es ganz gut, wie Sie sehen. Haben Sie ein Foto von Ihrem Sohn hier? Ja, ein Foto von Ihrem Sohn. Es kann ruhig ein älteres sein. Ja, das ist er. Was ist denn los? Du isst ja gar nichts. Hast du keinen Hunger? Nein, ich habe keinen Hunger. Du isst doch auch nichts. Mir ist nicht gut. Wo ist Vater? Wird noch in der Praxis sein. Hast du gewonnen beim Squash? Nein. Ich muss noch mal weg. Vergiss den Schlüssel nicht. Tue ich nicht. Sebastian. Was ist los? Was soll los sein? Du gehst mir seit Wochen aus dem Weg. Also ist die Frage, was los ist, nicht so falsch. Vielleicht weiß ich zu wenig von dir. Oder zu viel. Zu viel kannst du gar nicht wissen. Dann erzähl mir doch mal, was du so den ganzen Tag machst. Ich hab ihn. So krank ist er nicht, unser Gerd Heimann. Er wollte unbedingt dabei sein. Das nun auch wieder nicht. Du übertreibst. Bereitschaft ist Bereitschaft. Ist ja gut, ich bin ja da. Ihr wisst, wo ihr hin müsst. Dom Pedro, Straße 10. Ja, wissen wir schon. Okay, bis dann. Biegt die nächste rechts rein. Was hast du denn? Kopfweh hat er. Er sagt immer Kopfweh. Ich habe Migräne. Das ist was ganz anderes. Ja, dann geh morgen zum Arzt. Morgen ist vorbei, hoffe ich. Hallo. Zwei Schüsse in den Rücken. Der wohnt hier im Haus. Wie ich ans Fenster gekommen bin, war schon alles vorbei. Wir kommen gleich zu Ihnen. Wohnt der Mann alleine hier? Ja, der wohnt allein. Grosser heißt er. Juri Grosser. War sofort tot. Geht ihr schon mal raus. Ja. Sie sind also sowas wie der Hausmeister hier.
Ja, das kann man so sagen. Jetzt ballern die hier schon auf der Straße rum. Was war denn der Herr Grosser für ein Mensch? Was soll ich jetzt da sagen? Ein Student war er. Seine Freundin hat manchmal hier übernachtet. Das ist der Hauptkommissar Kress. Haben Sie einen Schlüssel für die Wohnung von Herrn Grosser? Ja, ich habe für alle Wohnungen Schlüssel. Einfach. Bitte. Sie dürfen da jetzt so einfach rein? Ja, unter diesen Umständen dürfen wir das. Hatte Herr Grosser Angehörige hier in der Stadt? Ich kenne vom Sehen nur die Freundin. Seine Eltern leben in Südamerika, glaube ich. Eigentlich kommen sie aus der Slowakei. Den Schlüssel behalten wir erstmal, ne? Vierter Stock links. Danke. Also die Schüsse fielen. Und dann? Wie viele Schüsse waren es eigentlich? Zwei. Ja, zwei. Ich bin dann zum Balkon und... Ja? Und weiter? Nichts und weiter. Herr Grosser lag vor der Tür. Ich habe dann ein Auto wegfahren gehört. Anscheinend studiert er Betriebswirtschaft. Und wenn wir Glück haben, ist das seine Freundin. Inka heißt sie. Hier will Sie jemand sprechen, Herr Kress. Danke. Und Sie sind wer bitte? Ich bin ein Freund des Toten. Also mein Name ist Kress. Ich bin Leiter der Mordkommission. Was ist denn eigentlich passiert? Ihren Namen bitte. Bartholdi, wir studieren zusammen. Waren wir mit Herrn Grosser verabredet? Nein, ich wollte was mit ihm besprechen. Ja, so spät noch. Was wollten Sie denn mit ihm besprechen? Darüber möchte ich eigentlich nicht mit Ihnen reden. Können Sie uns denn sagen, wer das ist? Das ist Juris Freundin. Inka Risto. Dann kommen Sie jetzt bitte mit. Ein Kollege wird Sie ins Präsidium fahren. Wir haben nämlich noch ein paar Fragen mehr an Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich mal telefonieren? Bitte. Ja, ich bin's. Du, ich muss dir was ganz Furchtbares sagen. Juri ist tot. Er ist erschossen worden. Inka? Inka? Sie hat aufgelegt.
Wo seid ihr jetzt? Kurz vor dem Haus von der Inkaristo. Wir sind gleich da. Sie weiß schon, dass Juri Grosser tot ist. Herr Bartholdi hat sie angerufen. Wieso das denn? Wieso ruft denn der die an? Naja, egal, bis später. Ciao. Hier ist die Polizei. Machen Sie bitte auf. Wir wissen, dass Sie da sind. Frau Risto, würden Sie bitte aufmachen? Ruf bitte die Kollegen. Wir lassen die Tür öffnen. Und der Notarzt soll auch gleich kommen. Ja, was weiß ich, was da dann passiert ist. Ich war Juris einziger Freund. Wann haben Sie Ihren Freund zum letzten Mal gesehen? Heute Vormittag. Wir spielten zusammen Squash. Und dann? Dann bin ich in eine betriebswirtschaftliche Vorlesung. Und Ihr Freund? Der hat forensische Psychologie gehört. Das ist aber weit weg von der Betriebswirtschaft. Ja, Heimann? Ja. Ja, danke. Frau Risto hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Tut mir leid, wo ist sie jetzt? In einer Klinik. Herr Bartholdi, wer hatte einen Grund, Ihren Freund zu töten? Das weiß ich nicht. Wirklich nicht. Wovon lebte Ihr Freund? Von seinen Eltern, hat er gesagt. Hat er gesagt? Was glauben Sie? Das weiß ich nicht. Für seinen einzigen Freund wissen Sie ziemlich wenig über ihn. Hey, sag bloß, du hast was. Kann man so sagen. Tja, musst eben nur mal Geduld haben, Leo. Na, nun sag schon. Ganz unten, unter einem doppelten Boden, sind ungefähr 400 Gramm Kokain. Donnerwetter, das ist aber eine ganze Menge. Das ist zum Dealen. Und das hier sind Liebesbriefe, die sind an den Toten gerichtet. Und die stammen von dieser Frau. Das ist Frau Bartholdi. Bitte, wer ist das? Die Schwester von dem da? Nein, die Mutter. Was? Also wenn es jetzt selbst die Sprache verschlägt, dann scheint die Sache ja noch interessant zu werden. Wir brauchen die Adresse der Eltern von Juri Grosser. Die leben in Argentinien, ich habe die Adresse zu Hause. Herr Bartholdi kann uns leider nicht weiterhelfen. Das wird sich gleich ändern. Herr Bartholdi, wir haben festgestellt, dass Ihre Mutter die Geliebte Ihres Freundes Juri Grosser war. Haben Sie das gewusst? Nein, woher sollte ich das wissen? Das müssen wir Ihnen nicht glauben. Also gut, fangen wir von vorne an. Sagen Sie mir bitte, wie es Inka geht. Gott, den Umständen entsprechend. Die hat eine Handvoll Schlaftabletten geschluckt und eine Dreiviertelflasche Wodka hinterhergekippt. Was wollten Sie mit Herrn Grosser in seiner Wohnung besprechen? Ich wollte unsere Freundschaft beenden. Unsere Gemeinsamkeiten waren aufgebraucht. Außerdem war er süchtig. Sie wollten nicht mit ihm über Ihre Mutter reden? Nein, ich hab's ja nicht gewusst. Ich habe gar nicht nach Hause kommen gehört heute Nacht. Konntest du auch nicht, weil du nicht da warst. Doch, war ich schon. Ich habe im Gästezimmer übernachtet. Ah ja. Und warum, wenn ich fragen darf? Mir war eben so. Mhm. Dann hast du ja vielleicht mitbekommen, dass unser Sohn um 16:30 nach Hause gekommen ist. Kann er ja machen, ist ja alt genug. Mhm.
Willst du keinen Tee? Juri ist heute Nacht erschossen worden. Willst du nicht hinterhergehen? Sie wird sich wieder beruhigen. Ja, ich habe keinen Grund, durchzudrehen. So schnell geht es nicht an dir vorbei. Weil die Polizei weiß, dass deine Frau die Geliebte von Juri Grosser war. Ich war die halbe Nacht auf dem Polizeipräsidium zum Verhör. Sie haben ihre Briefe bei ihm gefunden. Und? Was hast du denen erzählt? Dass ich nichts wusste von dem Verhältnis der beiden. War ein Fehler. Du bist nämlich beobachtet worden von einer Detektivin. Wo willst du jetzt hin? Na, wohin schon? In die Praxis. Ich will, dass kein Verdacht auf mich fällt. Tja, zu spät, mein Lieber. Jetzt bist du verdächtig. Und du? Hast du keine Angst? Du hast doch genau gewusst von dem Verhältnis der beiden. Nein. Ich habe keine Angst, weil ich habe deinen Freund nicht erschossen. Brauchst du irgendeine Hilfe? Lass mich in Ruhe. Martin, hast du die Geschichte von Juri und mir gewusst? Nicht die ganze Zeit. Du hast es gewusst und hast nichts dagegen getan. Was bist du für ein Mann? Entschuldige. Wir sind zwei erwachsene Menschen. Du bist mit mir verheiratet. Ach so. Du fängst mit diesem Jura was an und ich muss mich dann auch noch beschimpfen lassen. Entschuldige, ich krieg das nicht ganz zusammen. Ich hab ihn so geliebt. Ja, bitte, verbinden Sie mich. Ach, ist er schon da? Ich konnte nicht schlafen. Ach, du Armer. Ich guck mal, ob ich irgendwelche Unterlagen über Juri Grosser finde. Mordkommission 2, Redmann. Oh. Sie sagen uns Bescheid, wann sie vernehmungsfähig ist. Danke. Inka Risto hat eine Fehlgeburt gehabt. Ach, du lieber Himmel, das auch noch. Und ich habe euch eine Liste von den Anrufen auf der Mailbox von Grosser gemacht. Ja, und? Fast alles Beschimpfungen durch Frau Risto. Und Drohungen. Ihr habt ganz genau gewusst, dass der Grosser noch eine Freundin hat. Na fein, da haben wir ja noch jemanden. Sie ist noch nicht vernehmungsfähig. Guten Morgen. Ich möchte eine Aussage zum Mordfall Grosser machen. Ich habe es in den Frühnachrichten gehört. Danke. Herr Dr. Bartholdi, guten Tag. Ich bin Hauptkommissar Kress, das ist mein Kollege Herr Heimann. Hi. Entschuldigung, wir haben uns einfach so dazwischen geschoben. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Ja. Ich habe schon gehört vom Tod eines Freundes, meines Sohnes. Seine schlimme Geschichte. Wir wissen inzwischen, dass Herr Grosser nicht nur der Freund Ihres Sohnes war. Die von Ihnen beauftragte Detektivin war nämlich heute Morgen schon bei uns. Ich hätte es Ihnen auch selbst gesagt. Das wäre nach unserer Erfahrung eher ungewöhnlich. Das haben wir ja bei Ihrem Sohn gesehen. Ja, ich habe ihm deshalb schon Vorwürfe gemacht. So schnell wird man vom Zeugen zum Beschuldigten. Ach, Sie beschuldigen ihn? Wir wollen ihn erstmal aufs Präsidium bestellen. Seit wann wissen Sie denn von dem Verhältnis Ihrer Frau mit Herrn Grosser? Seit 2 Monaten. Und? Sie haben das geduldet? Ich dachte, es geht vorüber. Es ist aber nicht vorübergegangen. Nein. Herr Doktor, ganz einfach. Wo waren Sie in der vergangenen Nacht, kurz nach Mitternacht? Hier. Ich habe gearbeitet. Gutachten. Allein?
mit einer meiner Mitarbeiterinnen, mit Frau Haspe. Ja, dann war's das erstmal. Sie haben nicht vor, nächster Zeit die Stadt zu verlassen? Nein, habe ich nicht. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Frau Haspe, bitte. Wieso geht er nicht ran? Augenblick mal. Ja, wo brennt's denn? Schreib doch mal einen Namen und eine Adresse auf. Ah ja, wer, was, warum? Eine Zeugin für Dr. Bartholdy. Haspe heißt die. Haspe Ilona. Buchstabier mal. Aha. Mit Straße? Telefon? Jana, ich bin dabei. Ich mach gerade ein Protokoll. Okay, bis dann. Haben Sie gewusst, dass Ihr Freund Juri Grosser mit Kokain gedealt hat? Er hat einige Studenten, die sich leisten konnten, mit Kokain versorgt. Wusste seine Freundin davon? Das weiß ich nicht. Wenn Sie im Café gesessen haben und im Hotelzimmer gegenüber ist Ihr Freund Juri mit Ihrer Mutter zusammen gewesen, was ging da in Ihnen vor? Klar war ich aggressiv. Das ist die Wahrheit, aber kein Geständnis. Entschuldige, das EKG der letzten Patientin hat ein bisschen länger gedauert. Ich muss ganz dringend mit dir reden. Mhm. Tja, das wird wohl nicht gehen. Würden Sie uns bitte kurz allein lassen? Selbstverständlich. Ich möchte mit dir darüber reden, wie es mit uns weitergehen soll. Ich will keine Scheidung, wenn du das meinst. Ich aber. Das kannst du wieder nicht verstehen, hm? Ja, ja. Liebe ist manchmal eine etwas zähe Angelegenheit. Das hat doch mit Liebe nichts zu tun. Mach dir doch nichts vor. Ja. Für Sie auch was? Nein, danke. Ich bin gleich weg. Hat die Polizei schon mit dir geredet? Ja, hat sie. Und? Was und? Nichts und. Was haben sie dich gefragt? Nichts. Sie wollten mit Sebastian reden. Er hat uns beobachtet, Juri und mich. Was sollten Sie mich auch fragen? Ich war die Geliebte von Juri. Welchen Grund hätte ich gehabt, ihn umzubringen? Vielleicht wollte er sich von dir trennen? Ja, vielleicht. Aber das wissen dann nur Juri und ich. Und der arme Juri ist tot. Dieser Sebastian Bartholdy ist dermaßen aufrichtig, dass einem richtig schlecht werden kann. Irgendwann halten wir auch die Wahrheit für eine Lügengeschichte. Und dann gehen wir in Pension. Lies dir das mal durch. Das ist ein Briefentwurf von Juri Grosser. Ruf mal im Krankenhaus an. Hast du die Nummer? So langsam müssen wir nämlich mal mit Frau Hüstow reden. Ich glaube, du hast die Nummer. Ja? Ja, hab ich. Kriminalpolizei. Guten Tag. Haben Sie auf mich gewartet? Hab wir. Kommen Sie.
Sie sehen, ich trage Trauer. Ich habe nichts zu verbergen. Es tut uns sehr leid für Sie, was da passiert ist. Bitte schön. Danke. Ich weiß nicht, welche Zukunft Juri Grosser und ich gehabt hätten. Ich weiß nur, ich habe ihn geliebt. Haben Sie gewusst, dass Herr Grosser mit Kokain gedealt hat? Das glaube ich Ihnen nicht. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es ihm ausgeredet. Sie waren noch am Nachmittag mit Herrn Grosser im Hotel Bertram. Ja, das war ich. Und, war da was? Ich meine, wirkt er irgendwie verändert? Nein. Nein. War alles wie immer. Wir waren fröhlich und glücklich, haben uns geliebt und Musik gehört. Er wollte sich nicht von Ihnen trennen. Dazu spielt man nicht Musik. Sie wissen, dass er noch eine Freundin hatte? Ja, das wusste ich. Und damit konnten Sie umgehen? Juri ging ja auch damit um, dass ich verheiratet war. So einfach war das bei uns. Kannten Sie seine Freundin? Sie hat einen Selbstmordversuch unternommen. Ah ja? Tut mir leid. Aber ich werde sie wohl nicht besuchen. Sie hätte keine Freude damit. Sie ist auch noch nicht ansprechbar. Ja, danke, Frau Matoni. Bitte? Oh. Entschuldigung. Ja, das. Wir wollen gerade gehen. Dann sollst du vorher noch was wissen. Ich habe hier den Entwurf eines Abschiedsbriefs von Juri Grosser an Caroline Bartholdi. Wir kommen gleich. Ja. Ende. Gibt's was Neues? Nein. Frau Bartholdi, wir sehen uns bitte morgen früh um 10 Uhr im Präsidium. Ist das eine Einladung? Wenn Sie es so sehen wollen. Sie sind ja überall, wie ich sehe. Wir müssen. Wir wollen doch den Mord an Ihrem Freund aufklären. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Warum schaust du mich so an? Gar nichts, ich werde ausziehen. Willst du mich bestrafen? Nein, ich will dich nicht bestrafen. Doch, doch, das weißt du schon. Eine Mutter macht so etwas nicht. Ich will mich nur vor so viel Verlogenheit retten. Wenn du hier ausziehst, bestrafst du deinen Vater gleich mit. Und der kann dann nun gar nichts dafür. Mein Vater. Ich will nicht so werden wie er. Möchtest du über Frau Bartholdi reden? Natürlich wollte Grosser sich von ihr trennen. Es war ein Anruf von Werner Riedmann. Manche Leute riechen sowas. Ja, Heimann? Ich bin's. Ihr braucht gar nicht erst zu kommen. Ihr solltet in die Klinik fahren. Inkaristo ist verschwunden. Na, abgehauen. Das ist ja was ganz Neues. Na, soll ich kommen? Nee, ich glaube nicht. Dann fahre ich in die Wohnung Grosser. Ja, mach das. Ende. Bis dann. Ich würde gern wissen, ob bei der Schwangerschaft von Frau Risto Grosser der Vater war. Da sind wir schon dran. Über die Risto selber wissen wir gar nichts. Risto, die ist nicht in ihrer Wohnung und im Krankenzimmer ist sie auch nicht. Die Frau ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich will das Zimmer aber trotzdem sehen. Ja, Station 1, Zimmer 2. Sag doch mal Riedmann, er soll in die Wohnung von der Risto gehen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Hinweise. Ja. Komm, wir gehen auf.
sowas passiert schon manchmal bei uns. Es tröstet uns leider gar nicht. Hallo. Hallo. Bitte. Danke. Wann ist denn eigentlich die Beerdigung von Herrn Grosser? Die Eltern werden übermorgen aus Argentinien eintreffen. Das ist für Sie die Frau Schreiber von gegenüber. Die beobachtet seit Wochen immer wieder einen Wagen, der hier parkt. Nachts. Mit einer Frau drin. Stand der Wagen auch da, als die Schüsse auf Juri Grosser fielen? Nein, da war die Frau Schreiber bei ihrer Schwester. Das Kennzeichen steht auf der Rückseite. Moment mal. Ja, Wittmann? Ich habe was Neues. Ja, ich habe auch was Neues. Du kannst in der Wohnung Risto mal nach Hinweisen gucken, wo sie sein könnte. Mhm. Okay, bis später. Tschüss. Ich habe uns heute eigentlich nicht mehr hier gesehen. Ja, so kann man sich irren. Eure lockere Stimmung kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ach komm, der Ernst der Lage ist auch kein besserer Ermittler, Leo. Vielleicht ist es ja doch der Wagen, der da fast jede Nacht geparkt hat. Der Wagen, der da nachts immer geparkt hat, ist auf den Namen Inka Risto angemeldet. Tja, na bitte, das muss dich doch glücklich machen, oder? Aha. Noch was? Die Eltern von der Risto sind vor 3 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und dann habe ich bei ihr noch ein altes, kleines, persönliches Telefonbuch gefunden. Na bitte? Ja, wenigstens gute Nacht hätte er ja sagen können. Er ist natürlich sauer, weil wir uns nicht schon früher um die Risto gekümmert haben. Ja, dann kümmern wir uns eben jetzt um die Risto. Lies mal, was sie ihrem Freund auf die Mailbox gesprochen hat. Ich verfluche den Augenblick, wo ich dir begegnet bin. Warum betrügst du mich? Eines Tages werde ich dich umbringen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich liebe dich. Ich töte dich. Das war deutlich. Zeitung gelesen, was passiert ist. Komm. Juri ist tot. Sind deine Eltern noch verreist? Ja. Ich habe so oft bei dir angerufen, aber es ist niemand rangegangen. Was machst du denn in der Klinik? Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Bist du wahnsinnig? Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Es war alles so furchtbar. Du kannst bei uns wohnen, wenn du willst, ja? Hast du kein Gepäck? Wie denn? Willst du irgendwas? Danke, nein. Ich hatte in der Klinik eine Fehlgeburt. Das Kind war von Juri. Und er ist mir die ganze Zeit mit dieser Frau fremdgegangen. Ja, hallo?
Brücke. Nein. Nein, auch nicht. Warum denn? Wenn sie sich meldet, wiederhören. Das war die Mordkommission. Woher haben die meine Nummer? Woher soll ich denn das wissen? Sie suchen dich. Hast du Juri umgebracht? Inka? 100 Mal. Gehst du heute nicht in die Praxis? Nein. Ich habe alles abgesagt. Hm? Und du? Was und ich? Tja, meine Liebe. Sie werden den Mörder unter uns dreien suchen. Was hast du eigentlich in dieser Nacht gemacht? Ich habe Gutachten erstellt. Zusammen mit Frau Haspe. Ilona Haspe ist deine Freundin. Das werden die ganz schnell rauskriegen. Und dann ist ihre Aussage fast nichts mehr wert. Ja. Die werden auch bei dir herumstochern. Da bist du noch lange nicht raus. Ich habe mich eingeladen. Ich gehe heute zu Ihnen um 10 aufs Präsidium. Willst du dich nicht setzen? Nein, ich werde heute noch ausziehen. Unser Sohn ist auf der Flucht. Na fein. Fein. Dann ist unsere Familie jetzt endgültig zerbrochen. Das war sie doch schon lange. Erzähl doch mal deinem Vater, wovor du flüchtest. Vor euch beiden. Nicht vor der Polizei, wie du denkst. Ich habe den Juri nicht umgebracht. Ja, das behaupten dein Vater und ich auch. Inka? 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 Ja, Heimann? Ja, hallo. Ich muss dringend mit jemandem von der Mordkommission sprechen. Die den Mord an Juri Grosser bearbeiten. Ja, das ist schon richtig. Was kann ich für Sie tun? Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Astrid Brücker. Ich wollte jetzt mit Inka Risto zu Ihnen kommen. Aber sie ist verschwunden mit meinem Wagen. Ich habe Angst, dass sie sich wieder was antut. Wann ist sie denn zu Ihnen gekommen? Letzte Nacht. Sie hat dann bei mir übernachtet. Würden Sie trotzdem zu uns kommen? Und sagen Sie mir bitte das Kennzeichen von Ihrem Wagen. Ja, pünktlich. Sind eigentlich noch andere Verdächtige außer in meiner Familie? Frau Bartoldi, es ist Ihnen doch wohl klar, dass ich das nicht mit Ihnen diskutieren kann. Wiederhören. Sie kennen sich ja bereits. Das ist Herr Riedmann. Und das ist Herr Richter. Die brauchen Sie alle, um mich zu verhören? Die Herren sind neugierig. Kommst du bitte mal? Ja, bitte nehmen Sie Platz. Ich bin gleich wieder da. Oh, mit Bandaufnahme. Wenn Sie einverstanden sind. Von mir aus? Wir haben die Risto in die Fahndung gegeben. Sie war die Nacht über bei einer Freundin. Ja, ist die Flucht nun Schuldeingeständnis oder nicht? Tja, frag mal was Leichteres. Wir haben die Freundin jedenfalls herbestellt. Sollen wir dabei sein? Ja,
Die Personalien haben wir. Okay. Also, das ist eine Vernehmung als Zeugin. Ja, davon gehe ich aus. Kann sich aber ändern. Ah ja, wie das denn? Wir gehen nicht chronologisch vor, wir fangen mit Ihrem Alibi an. Für wann? Für die Zeit, in der Juri Grosse erschossen worden ist. Hören Sie, ich habe Juri Grosse geliebt. Warum sollte ich ihn umbringen? Na, weil er Sie verlassen wollte. Fangen Sie nicht schon wieder damit an. Müssen wir aber, Frau Bartholdi, müssen wir. Liebe Caroline, ich weiß, dass es dich treffen wird, aber meine Gefühle für dich sind nicht mehr dieselben wie vor 2 Jahren. Warum soll ich die ganze Zeit lügen? Ich will, dass wir uns trennen. Ich werde dich verlassen. Ja, so geht das manchmal. Ich habe ihn aber nicht erschossen. Es ist mir völlig klar, dass wir den Beweis antreten müssen. Das werden Sie nicht können. Und deswegen fangen wir jetzt mit Ihrem Alibi an. Ich war zu Hause. Alleine? Mhm. Aber Tolli, das ist ein bisschen wenig. Ja, Chris. Seit wann? Entschuldigung, mach dir bitte weiter. Ihr Sohn war mit seinem Wagen unterwegs zur Tatzeit, sagt er. Mhm. Und Ihr Mann war zu der Zeit in der Praxis mit Frau Haspel. Mhm. Frau Haspel ist seine Freundin. Wir haben eine Fahndung nach Ihnen laufen. Vor allem fragen wir uns, warum Sie weggelaufen sind aus der Klinik. Wir sehen das als Schuldeingeständnis an. In Wirklichkeit ist es ein Zeichen meiner Verwirrung. Frau Restaud, Ihr Wagen ist häufig nachts vor dem Haus von Herrn Grosser gesehen worden. Dafür gibt es eine Zeugin. Ich wollte sehen, wann er kommt. Er hat mich wieder und wieder betrogen. Dann waren Sie also auch zur Tatzeit dort. Ja. Ja? Frau Risto, den letzten Schritt müssen Sie schon auch noch machen. Ich weiß nicht, wie oft ich Juri schon umbringen wollte. Auch als ich von ihm schwanger war, da hat er nie aufgehört, mich zu betrügen mit dieser Frau. Und dann kam Herr Grosser nach Hause und Sie haben geschossen. Wenn Sie mich weiter so fragen, muss ich meinen Rechtsanwalt anrufen. Sie verhören mich schon lange nicht mehr als Zeugin. Sie kennen sich? Ja. Nein. Das ist Frau Risto, die Freundin von Herrn Grosser. Und das ist Frau Bartholdi. Na, was schauen Sie mich so an? Was sind Sie nur für ein schrecklicher Mensch? Sie haben Juri getötet. Sie haben ihn erschossen. Frau Risto wird gegen Sie vor Gericht als Zeugin aussagen. Ich habe Juri nicht erschossen. Ich habe es doch gesehen. Aus Ihrem Wagen heraus, mit einer großen silbernen Pistole. Frau Bartholdi, ich nehme Sie vorläufig fest wegen Mordverdachts. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Klar doch, bitte.